Angeblich sollen auf Reti Beach einmal Pinguine gesichtet worden sein. Daher habe ich meine dritte Reise auf Reti Beach als Expedition geplant, um mich auf die Suche nach diesen seltenen Exemplaren zu begeben. Also auch auf Deutsch einen schönen guten Abend und dass Sie so zahlreich erschienen sind hier an der Riabar zum Management Cocktail. Mein Name ist Denise, ich habe ein paar Kollegen mitgebracht und ich hoffe zusammen natürlich mit meinen Kollegen, dass Sie einen tollen Aufenthalt bei uns haben. Das Inselmanagement begrüßt jede Woche einmal die Neuankömmlinge. Ein Willkommensdrink und kleine Häppchen verkürzen die Wartezeit bis zum Abendessen. Wir sind bereits am Nachmittag angekommen und haben uns auf der Insel wieder orientiert. Nach dem Welcome-Cocktail höre ich mir auch noch die Inselbeschreibung an. Eine Dame von der Rezeption erklärt, wo man was auf der Insel findet. Danach spricht auch noch ein Mitarbeiter von der Wassersportstation. Aber wo ich nach den Pinguinen suchen soll, habe ich nicht herausgefunden. Auf Wunsch bereitet der Koch Omelette oder Spiegeleier zum Frühstück zu. Zusätzlich zu Käse und Wurst, diversen Marmeladen und Müslisorten werden abwechselnd frische Waffeln, arme Ritter oder Pfannkuchen mit Schokosoße angeboten. Schildkröten und Rochen werden bei der Tauchbasis beworben. Ausgeschlafen und frisch gestärkt melden wir uns bei der Basis an. Die werden ja hoffentlich wissen, wo ich mit der Suche nach den Pinguinen beginnen soll. Wo wir die leeren Tanks hinstellen sollen, wissen wir noch. Und auch der Gerätewart kann sich noch an uns erinnern. Bevor wir loslegen, analysieren wir noch unsere Nitrox-Mischung. Obwohl Edi an die 1500 Tauchgänge gezählt hat und ich ein Tauchlehrer-Brevet vorzeigen kann, müssen wir einen Checkdive machen. Der Guide macht es aber gut. Passt bei dir die Bleimenge auch? Ja, ist genau gleich wie voriges Jahr. Ich hab mir's letztes Mal aufgeschrieben. Passt. Edi, wart! Da ist was Kleines. Wo? Na da, keine 2 cm groß. Müssen wir nachschauen, was das genau für einer ist.
Sandkleid zwar Wächtergrundeln mit Krebs. Das sind gescheite Wascheln. Ups, nur leise atmen. Die sind ja so scheich. Kannst du dich noch erinnern, wie der Kompasskurs zum Ofen war? Einfach grad raus. Kurs Ost, ziemlich genau 90 Grad, circa 15 Meter. Da sind sicher 30 bis 40 Putzergarnelen. Aber so genau haben wir die aber auch noch nie angeschaut. Ja, da musst du Zeit lassen. Schon wieder so eine Maske.